Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück beim Master of Orion in Version 43.4. Ja, wir haben jetzt Truppentransporter gebaut. Wir spielen die Darlok, also das Spionagevolk von Master of Orion und sind im Krieg mit den Klakonen, wobei das ist kein Krieg. Das ist, also, wenn das hier ein Krieg ist, dann war das auch zwischen den USA und dem Irak ein Krieg. Wobei die Klakonen in dem Fall der Irak sind und einfach nur auf die Fresse bekommen, also... So. This is GNN. Und weiter geht's mit GNN. Hey, wealthy merchant has contributed a large sum to the Darlok Cabal. Ja, und nach wie vor fände ich es schön, wenn man dann einfach irgendwo auch eine Meldung bekommen würde, wie viel Geld das war. Secrets from the Cabal hindmost. Ich glaube, ich nehme definitiv in dem Fall... Ich weiß nicht, ob ich den Fusionsstrahl haben will. Vielleicht will ich auch einfach die Fusionsbombe haben. Ich nehme mal die Fusionsbombe, warum nicht? One more veil is dropped. Wir rüsten nicht auf, das machen wir von Hand. Und jetzt kommt die Positronenphysik. We go and... Fliegen. Ah, der kommt vorbei und wird ja gleich einen auf die Fresse bekommen. Dann gehen wir doch mal gleich mal ins Schiffsdesign und sagen, dass hier Kreuzer bearbeitet werden müssen, denn wir brauchen hier keine Atombomben mehr. Wir wollen... Kann ich hier Bomben direkt auswählen? Nee. Schade. Nehmen wir die Fusionsbombe hier rein. Zack. 4 Stück. Dann passt das. Ansonsten, glaube ich, weitere Spezialsysteme haben wir, glaube ich, bisher nicht... Ah, doch, wir haben jetzt Spezialsysteme. Wir haben jetzt die schwere Panzerung. Aber die kostet keinen Platz. Die können wir einfach auch draußen drauf machen. Genau das gleiche machen wir mit der Fregatte. Spezial. Schwere Panzerung. Fertig. Und Kreuzer. Nee, Entschuldigung, Zerstörer. Oder kann ich da einfach runter? Ah, genau, kann ich eigentlich direkt auch so auswählen. Passt. Und Moment. Kann ich da... Nee, das kostet zu viel, schade. Fertig. So. Unsere Schiffe sind wieder up to date. Kreuzer kostet Geld. Aber wir haben das Geld ausnahmsweise mal. Und dadurch sind die Schiffe jetzt hier wieder up to date. Und wir haben immer noch 1000. Wir sind so reich. Ich habe keine Ahnung, was wir diesmal anders machen. Ich glaube, ich kaufe nicht jedes Mal so einen Scheiß zusammen. Ihr seid so dumm, ihr komischen Piraten. Das ist die schlechteste Idee, die ihr jemals hattet. So, diese Flotte geht jetzt hier geschlossen hier runter. Wird hier das ja wegbomben, kolonisieren und dann hier zumachen. So. Unsere militärische Macht ist sehr, sehr beträchtlich. Ich glaube, ich möchte ein paar Fregatten mehr haben. Bauen. 2, 3. Von Anfang mal. Einfach mal von Anfang. Dann kann man sie einzeln abbrechen, auch wenn es sein muss. Truppentransporter, Truppentransporter, Fregatte, Kreuzer. Sehr gut, dann flieg doch mal dahin. Für kurz oder lang werden wir da sowieso noch andere Dinge tun müssen. Also mehr Truppentransporter bauen. Dann bleiben wir dabei bei dem Thema, wir brauchen Geld. Vor allem ab jetzt lohnt sich das auch langsam aber sicher bei dieser Bevölkerung. Und wir haben wieder einen Spion zur Verfügung, den ich, glaube ich, jetzt tatsächlich einfach da hochschicke. Und hier dann auch einfach Gegenspionage betreiben lasse. Sind wir da unten jetzt schon angekommen? Sind wir, ja. Aber wir können auch nicht direkt hin. Hier wird immer noch gestreikt. Schade eigentlich. Aber auch hier müssen wir langsam aber sicher was für den Umweltschutz tun. Es ist auf jeden Fall nicht zu spät, es zu tun. Mission erfolgreich. Hungersnot. Die armen Teufel. Kann man einfach nicht anders sagen. Die haben hier echt nichts zu lachen.
Bevölkerung acht, wenn ich sie jetzt nochmal vergifte, die produzieren Handelswaren. Die produzieren eigentlich gar nichts. Die kommen zu nichts mehr. Was machen wir denn jetzt? Hungersnot ist aktiv. Dann probieren wir es mal mit... Ne, Sabotage würde ich nicht, wenn ich die nachher übernehmen will mit dem Bodenkampf. Destabilisieren. Hacken. Ich möchte mal ihre Forschung unterbinden. Warum nicht? GNN, Galactic News Network. Genocide in the stars. The ruthless Sakra rule. Snuff out an independent planet before its people could reach the stars. Dead planet. Grief at 11. A major race. The have been wiped off the galactic map. Good riddance. Have a little heart. Searching. Does not compute. Heart module not installed. Figures. Ja, also die nächste Rasse ist ausgelöscht worden von diesen Kleinen. Und ich möchte eigentlich verhindern, dass es unseren da oben passiert. Die hier sitzen. Die Sakra kommen wahrscheinlich von da an. Wir sollten also darüber nachdenken, da oben demnächst uns mal anzusiedeln. Aber das ist ein Langzeitplan. Oder ja, Langzeitplan nicht unbedingt, aber so ein Midtime-Plan. Truppentransporter und Truppentransporter. Oh, drei... Wie viele Truppentransporter kann ich denn bauen? Drei hier, Wahnsinn. Ja, dann bauen wir die doch mal. Ist doch gar keine schlechte Idee, wenn ich so drüber nachdenke. Hier die Fregatte, die bleibt da einfach mal. Hier bombardieren wir jetzt und Tschüssikowski hoffentlich, jawohl. Your crew descends to investigate the remains. Und nochmal eine Bevölkerung für unseren Hauptplaneten. Der dadurch jetzt eine Stufe vor der kompletten Vollendung steht. Yeah. Dann wird jetzt hier besiedelt. Was ist denn das? Bauen? Ich wollte gerade schon sagen, ich kann hier doch nichts bauen. Das wäre ja neu, wenn ich einen Planeten was bauen könnte. Naja, dann müssen wir uns jetzt halt tatsächlich mal auf einem kleinen, toxischen Planeten niederlassen, der dafür wenigstens reich ist. Das ist lustig, die haben die komischen Partikel in der Luft auch wie auf dem Gaia-Planeten. Ich glaube, der Planet unterscheidet sich vom Gaia-Planeten nur deswegen, weil hier die Allergien noch aggressiver sind. Nehmt euer Anti-Allergikum-Spray mit. Ach du Scheiße, ja, hier kann man keine Nahrung produzieren, weil hier alles toxisch ist. Ja, dann möchte ich... Dann fangen wir tatsächlich mal mit dem hier an. Und da geben wir jetzt ausnahmsweise mal wieder... Was? Pilzfarmen? Nein. Ich wollte nicht die Pilzfarmen. Ich wollte die hydroponische Farmen. Die ist günstiger. So, da geben wir mal wieder Geld aus. Genau, da ist es doch da. Wollen wir mal wieder mit irgendeiner Rasse reden? Wie zum Beispiel den Menschen, die uns total lieb haben. Let's skip the formalities. I have other business. Handelsabkommen. Let's get this over with. Fair is fair. We ask only our due. Ja, können wir machen. Fine. Good. Der mag uns überhaupt nicht. Wie sieht's mit den Sakra aus? Mit denen haben wir das auch nicht mehr. Da ist auch das Handelsabkommen abgelaufen. Die mögen uns allerdings noch ein bisschen mehr. Passt. Machen wir 107 pro Runde. Das zahlt sich auf jeden Fall aus. One more veil is drawn from the truth hindmost. Ich habe noch nie so richtig die Proton-Torpedos bei Schiffen verwendet. Ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht sogar richtig gut sind. Sollte man vielleicht mal sich überlegen, die mal zu testen. So, jetzt ist die Frage. Es wird uns definitiv empfohlen, hier die orbitale Werft zu machen. Oder hier die Ionenspaltung, weil dadurch die Miniaturisierung der Strahlenwaffen vorangetrieben wird. Außerdem würden wir schnellere Schiffe bekommen. Den Ionenpulsstrahl. Und Fusionsstrahlanpassung. Wobei wir die Fusionsstrahlen ja nicht mal haben. Hier könnten wir jetzt dann entweder die erhöhte Intelligenz oder die telepathische Ausbildung machen. Ich glaube, wir nehmen definitiv die telepathische Ausbildung, weil die reduziert die Missionsdauer für unsere Spione. Wir nehmen jetzt tatsächlich genetische Mutation. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall Nahrungsproduktion. Das ist schon mal ein guter Anfang. Dann
möchte ich hier das hier bauen. So, damit sind wir jetzt hier auch beschäftigt. Und gehen hier hin und sorgen dafür, dass hier zugemacht wird. Auch wenn wahrscheinlich noch keine Rasse da durchreisen kann, aber man weiß ja nie. Hier wird jetzt die Gegenspionage aktiviert. Wir haben so viele Spione, es werden immer mehr ausgebildet. Ich frage mich, ob das unendlich geht. So, Truppentransporter. Wir gehen dahin und warten. Wenn wir auf jeden Fall angreifen gehen, brauchen wir noch ein bisschen mehr Schiffe. Klar, wir brauchen die auch gar nicht hier. Schicken wir sie einfach mal zurück. Wobei, in der nächsten Runde schicke ich mal eine Fregatte in die Richtung, weiß der Geier, was sich da befindet. So, ihr wartet. Du gehst dahin, schließt dich der Flotte an und nächste Runde. So, fliegen. Wir haben irgendwo jetzt wieder gerade mein Schiff produziert. Jetzt wird es hier Zeit für den Giftstoffaufbereiter. Und danach... Oder nee, wir haben eigentlich gar keine Müllproduktion. Dann machen wir den Neutronenbeschleuniger. Nächste Runde. Genau, ich glaube, hier war irgendwie eine Flotte mit dabei. Die Fregatten, genau, werden hier gebaut. Moment. Ich kann doch jetzt eigentlich den kleinen Viechern hier wieder irgendwie Geld schenken, ne? Schenken wir ihnen doch nochmal Geld. Geht nicht. Noch keine Quest vergeben. Wir sind also schon auf dem Level, dass man kann sich Freundschaft offensichtlich kaufen, ne? Kolonieschiff. 18 Runden dauert mir zu lang. Dann muss es der Neutronenbeschleuniger machen. Wir machen es ja mal ausgeglichener, ist mir lieber. Der Planet soll sich ja entwickeln. Ein weiterer Truppentransporter, yay. Und hier haben wir gleich das dritte Fregettsche. Das ist gut. Können wir dann auch darunter schicken. Sauber. Na, komm, lass dich anwählen. Die Frage ist, was bauen wir jetzt hier? Eigentlich könnten wir nochmal zwei Fregatten bauen. Aber wozu? Ah doch, wir machen's. Wir machen's. So, wupp. Ich glaube, ich lasse jetzt auch tatsächlich mal so ein bisschen forschen. Ich meine, why not? Ein bisschen Forschung tut da sicherlich Not. Und unterstützt natürlich auch unser gesamtes imperiales Bestreben. Okay, hier haben wir jetzt... Moment. Die haben die Nahrung schon komplett aus... die haben komplett die Bevölkerung schon umverteilt. So, so wird ein Schuh draus. Jetzt ist die Frage, was wollen wir haben? Wir haben jetzt noch 5 Punkte. Könnten jetzt in 14 Runden hier einen Kreuzer bauen oder einfach nochmal ein Kolonieschiff? Ich glaube, ich baue ein Kolonieschiff. Weil wir hier komplett ausgereizt sind, was Bevölkerung angeht. So, gehst du auch hin. Zack. Nächste Runde. Das Einzige, was schade ist, dass, wenn wir jetzt gleich die Klakonier... Oh, Krieg Meklar und Alkari. Okay. Das überspringe ich jetzt einfach. Und, wieder Nachricht einer geringeren Zivilisation. Was wollen sie denn? Bewegt von ihrer Großzügigkeit und andauernden Freundschaft hat das Volk der Tersonia darum gebeten, dass sie in ihrem System eine Kolonie gründen. Sie erhoffen sich davon, dass beide Rassen der Galaxie eine bessere Zukunft bescheren werden durch Zusammenarbeit Seite an Seite. Das akzeptieren wir mal. Wir bauen jetzt gerade eben sowieso ein Kolonieschiff. Was definitiv dazu beitragen könnte, dass das funktioniert. Wenn was passiert, ja, 7 Runden. Nee, das will ich nicht. Okay, dann fliegen. Dann möchte ich dieses Kolonieschiff aber tatsächlich hier begleitet wissen. Durch diese 3 Fregatten. So, Produktion ist jetzt hier definitiv erhöht. Dann bauen wir jetzt hier die Biosphären. Ist halt schwierig, ne? Wir können ja keine Nahrung anbauen auf dem toxischen Planeten. Aber er produziert Gold. Das heißt, auf lange Sicht wird er definitiv was bringen.
We suggest a love. Ablehnen. Ich rede nicht mit denen. Das habe ich mir erst vorgenommen. Secrets, mit denen rede ich nicht. Ja, das ist natürlich jetzt hier eine schwere Entscheidung, aber ich glaube, ich nehme definitiv die telepathische Ausbildung, weil wir dadurch es vielleicht schaffen, auch anderen Rassen ihre Technologie zu klauen. One more veil is drawn from the truth hindmost. So, wir gehen jetzt mal voll auf die Spionageschiene, ne? Dazu habe ich mich entschlossen. Künstliche Schwerkraft, Mondlabor, orbitale Werft oder Mondlabor? Die Alien-Verwaltungszentrale, die will ich haben, wenn wir jetzt dann demnächst anfangen, die Klackons da uns zu holen. Die werden wir da brauchen. Noch eine Fregatte. Ja, die wartet mal hier so lange, bis das Ding da fertig ist. Dann wird sie einfach mitgenommen. Oder kann eigentlich sogar schon da warten. Würde ich mal sagen, ne? Ihr wartet hier. Mission abgebrochen. Die Kolonie wurde bereits gehackt. Ach, das war dann wohl jemand anders. Interessant. Springen. Du bist jetzt hier auch schon fertig? Ich wollte eigentlich noch ein Schiff darüber schicken, ne? Kann ich jetzt aber theoretisch auch mit dem hier machen. Überspringen. Was ist jetzt mit meinem Spion? Ach, der erwartet jetzt doch Befehle, aber ich bekomme die Meldung nicht. Die wurde bereits gehackt. Ja, gucken wir doch mal rein. Sie sind bald wieder dabei, 10 Bevölkerung zu haben, produzieren Handelswaren und Xenobiotik. Oh, die können gerade eben nichts forschen. Die sind so im Arsch. Kann man nicht anders sagen. Die werden so klein gehalten. Stiehlt eine zufällig gewählte Technologie. Ich glaube nicht, dass sie das irgendwie können. Ach, dann machen wir doch mal Streik. Wobei, nee. Probieren wir stehlen, auch wenn die wahrscheinlich nichts haben, was wir stehlen können. Menschen. Gegnerischer Spion entdeckt. Menschen. Daten beschaffen. Der wird getötet. Und jetzt rede ich mal mit dem Mensch. Hallo, mein Freund. Let's skip the formalities. I have other business. What do you want? Nicht in unsere. Warte mal, nee, Moment. Ich möchte ihm klar machen. Let's get this over with. Ich dachte, man könnte ihm klar machen, dass er das nicht machen soll. Is this some kind of joke? Okay, er nimmt das auch nicht an. Der ist aber ganz schön frech, ey. Let's get this over with. Was habt ihr denn für eine Technologie? Klonzentrum, Fusionsstrahl, orbitale Werft. Oh, den hätte ich gerne. Was würden das kosten? Fair is fair. We ask only our due. Sehr teuer. Ich gebe euch im Gegenzug schwere Panzerung. Fair is fair. We ask only our due. Dann können wir nämlich das Mondlabor nehmen. It's always a pleasure doing business with. So. Das können wir uns leisten. Wir haben immer noch über 1000, ne? Darf man nicht vergessen. Ach ja. KTAP 2. Warum streikt der eigentlich die ganze Zeit? Weil wir 90% haben, ich weiß. Terraforming könnten wir jetzt hier machen. Das fangen wir jetzt doch glatt mal an. Weil dann wird dieser Planet hier einfach nochmal ein bisschen angenehmer. Auch wenn das einfach nur affig lang dauert. Moment, hat es irgendwie... Tatsache, das ändert sogar richtig was. Shit. Eine ganze Runde ändert das. So können wir das immer noch lassen. Und jetzt machen wir hier... Ja, wir holen jetzt mal hier die Forschungssachen nach. Forschungslabor, Tiefseekühlung. Ach, hier gibt es ja auch noch einiges zu tun. Bodenanreicherung wäre, glaube ich, hier ganz, ganz gut.
Aber wir machen jetzt die Raketenbasis. Wir sind hier so ein bisschen isoliert. Und das macht mich ein bisschen nervös. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir haben zwar hier Schiffe. Aber... ja, ich traue dem Frieden einfach nicht. Wenn da irgendjemand kommt und uns anpissen will, dann sind wir angepisst. Die warten immer noch. Was ist mit euch hier? Fregatte, Kreuzer. Truppentransporter, jede Menge. Fregatte, Fregatte, Zerstörer. Hm. Gucken wir mal darüber. Vielleicht sind die ja schon wieder da. Das nächste Mal würde ich tatsächlich die einfach übernehmen. Forschungspunkte erhalten. 19, cool. Unter ihrem Schutz konnten sich die Wissenschaftler der Tersonianer oder Tersonier voll auf ihre Studien konzentrieren. Befreit von jeglicher fremden Gefahr. Als Unterpfand ihrer Wertschätzung bieten sie ihnen die Früchte ihrer Arbeit an. Den Gipfel der Forschung Tersonier. Obwohl ihre Ergebnisse nach unseren Maßstäben recht unbeholfen erscheinen, stachelt ihr Einfallsreichtum unsere Forscher an und führt sie zu neuen Entdeckungen. 19 Forschungspunkte. Sweet. Das ist cool, 19 Forschungspunkte in einer Runde zu kriegen. Ich glaube nicht, dass das jetzt, dass die Tersonier uns das jetzt immer geben, sondern es war jetzt halt einmalig. Aber es ist trotzdem nice. Hm, die machen tatsächlich nichts hier. Können wir in der nächsten Runde hier das hier angreifen. Springen. Überspringen. In der nächsten Runde ist es fertig. Dann können wir es hochbringen. Die wollen ja, dass wir jetzt neben ihnen siedeln. Tun wir ihnen den Gefallen auch. Angriff. Ja, das machen wir automatisch. Wir haben tatsächlich eine Fregatte dadurch verloren. Aber das bricht uns nicht das Genick. Ich will zumindest mal reingucken. Wir können ja immer noch wieder umdrehen. Was will ich denn jetzt hier machen? Achso, ja. Hier sind wir jetzt da fertig. Können wir einfach nochmal eine Fregatte bauen, weil wir ja gerade eben eine verloren haben. Und ihr fliegt jetzt los. Das allererste ist dahin. Was will denn der Pirat hier? Piratenmarodeur. So. Das hätte uns ja ganz schön auf den Piss gehen können. Was sollen wir denn als nächstes hier machen? Ja, ich will das hier absichern. Mit einer Marinekaserne. Ach du Scheiße, ne, wir haben so dermaßen Verschmutzung. Wir müssen dann Giftstoffaufbereiter machen. Und ich kann auch gar nicht allzu lange jetzt hier so weitermachen. Ach du Scheibenkleister. Sonst hätten wir hier bald eine Biomverschlechterung. Die will keiner haben von uns. Wie sieht's denn hier aus? Verschmutzung. Ja, ist auf einem toxischen Planeten irgendwie ziemlich irrelevant. Deswegen bauen wir jetzt hier die Pilzfarm. So. Eine Runde, dann haben wir auch einen zweiten Arbeiter. So, und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ade.